Feinstofflicher Körper. Feinstofflicher Körper ist eine andere Bezeichnung für den Astralkörper. Im Yoga gehen wir davon aus, dass die Seele unsterblich ist und dass die Seele sich verkörpert in verschiedenen Körper. Da gibt es den grobstofflichen Körper, auch genannt Stula Sharira, den feinstofflichen Körper, auch genannt Sukshma Sharira, auch genannt Astralkörper. Und dann gibt es noch den Kausalkörper, genannt Karana Sharira. Der feinstoffliche Körper hat drei verschiedene Schichten. Er besteht aus der Pranamaya Kosha, der Vitalhülle, Energiehülle, aus der Manomaya Kosha, der geistig-emotionalen Hülle, und aus der Vijnanamaya Kosha, die mental-intellektuelle Hülle. Und so hat der Feinstoffkörper, der feinstoffliche Körper, verschiedene Aspekte, verschiedene Erfahrungen, die manchmal dem physischen Körper zugeschrieben werden. In der Vitalhülle, der Pranamaya Kosha, sind die Pranas, die Lebensenergien. Die drücken aus, wie viel Energie wir haben, ob wir uns müde oder wach fühlen, nervös oder ruhig. In dieser Vitalhülle sind Gefühle wie Hunger und Durst, wie auch Schmerz. Da über diese Pranamaya Kosha ist auch letztlich Wahrnehmung möglich und auch Handeln möglich. Diese Energiehülle gibt die Erfahrungen der physischen Sinne weiter an den Geist und über diese Energien werden die Kommandos des Geistes in den physischen Körper gegeben. Im feinstofflichen Körper ist aber auch die Manomaya Kosha. Die Manomaya Kosha ist Sitz des Chitta, des Unterbewusstseins, mit seinen Vasanas, seinen Wünschen, seinen Samskaras, Eindrücken, Temperament, Fähigkeiten und so weiter. Und hier ist auch natürlich auch alle Erinnerungen. Und hier ist Manas, das Denken und Fühlen, die Emotionen. Und die dritte Hülle des feinstofflichen Körpers ist Vijnanamaya Kosha, Sitz von Intellekt und Buddhi, wie auch Sitz von Ahamkara, dem Ego, dem Selbstbewusstsein. Dabei ist auch das Verstehen des Sinnes im Leben, Selbstbild, Weltbild und so weiter. All das sind Teile des feinstofflichen Körpers. Die Seele bewohnt also alle drei Körper. Im Moment des Todes verlässt die Seele zusammen mit dem feinstofflichen Körper und dem Kausalkörper den physischen Körper. Der feinstoffliche Körper überlebt eben. Und dann bleibt die Seele mit dem feinstofflichen Körper eine Weile in der Feinstoffwelt, in der Astralwelt, bis die Seele wieder einen neuen Körper annimmt und der feinstoffliche Körper dann einen neuen Körper übernimmt im Moment der Empfängnis und im Moment der Geburt. Auch der feinstoffliche Körper kann sich aber auch manchmal vom physischen Körper lösen, auch vor dem Tode. Zum Beispiel heißt es, dass in jedem Traum der feinstoffliche Körper sich mindestens etwas vom physischen Körper löst und manchmal auch weiter. Oder auch in der tiefen Entspannung, in der Meditation gibt es Erfahrungen, dass du den physischen Körper verlässt, wird manchmal als OOB-Erfahrung bezeichnet oder AKW, Out-of-Body Experience oder außerkörperliche Erfahrung. Der feinstoffliche Körper kann sich also auch lösen vom physischen Körper. Der feinstoffliche Körper ist auch sichtbar, hat eine Aura, eine Lichtausstrahlung. Du kannst den feinstofflichen Körper spüren, deinen eigenen spürst anhand der Energieausstrahlung. Du spürst etwas im Herzen, in der Kehle und im Bauch. Du spürst ein Pulsieren im dritten Auge, ein Warmwerden in der Wirbelsäule. Du spürst ein Pulsieren in den Handflächen. Alles Manifestation des feinstofflichen Körpers. Du kannst ein Verliebtheitsgefühl zu einem anderen Menschen spüren, als ob ihr euch gegenseitig anzieht. Ein Zeichen, dass die Feinstoffkörper voneinander angezogen sind, vielleicht sogar miteinander verschmelzen. Und so sind Wahrnehmungen auf der Feinstoffebene gar nicht so selten. Wenn du mehr wissen willst über den feinstofflichen Körper, geh auf unsere Internetseite wiki.yoga-vidya.de/astralkörper. Dort erfährst du noch sehr viel mehr darüber.